So Leute, es geht weiter. Maneater PS5 Baller Casino. Die Aufgabe Welsfieber 7 von 10. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt ja schon Jungtier 2 durch das bisschen Farmen, sage ich mal. Ich schwimme hier einfach immer mal lang, greife mir die Wälze und muss mich ja nicht mit den Alligatoren sozusagen mega anlegen, weil die sind sehr viel stärker noch. Aber ich kann die Aufgabe sozusagen ja auch so erledigen. Da ist schon wieder so ein Alligator. Da ist er schon wieder, Stufe 8. Einfach mal auf die Wälse fokussieren und hoffen, dass die Aufgabe dann so viel EP gibt, dass ich dann noch mal ein bisschen aufsteige. Und vor allen Dingen, ihr seht es rechts, da fehlt noch ein bisschen zu Jungtier 3, dass ich dann mal langsam konkurrenzfähig werde zu dem Alligator. Also nicht ablenken lassen von dem Typen. Die Wälse, einen noch kommen, einen noch schnappen. Lass den da rumpen. Das Überjagen von Fortrix bekanntesten Raubtieren hat zu einer Überfülle von Wälsen geführt, was dem örtlichen Rüpel Rosie, dem Alligator, sehr gelegen kommt. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es auch so heftig hört wie ich, aber der Alligator komplett am Eskalieren. Sollte das Opfer des Hais in Panik geraten, könnte das den Tod bedeuten. So Leute, habe ich den Alligator abgehängt? Ja. So. Jetzt wollen wir noch mal schauen, haben wir hier denn schon irgendwie was erreicht? Kann ich hier irgendwas verbessern? Körper. 8000 von diesen blauen Teilen. Wie viel haben wir denn? 2000. Ach du meine Herren, Gesangverein. Tigerkörper. Okay, 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 okay. Gesperrt, gesperrt. So nah. Verbessern. 2000. Eieiei. Wir müssen erstmal auf jeden Fall was finden, wo wir ein bisschen... Ach, das habe ich schon alles abgeschlossen, okay. Wo wir ein bisschen mehr Dampf kriegen. Ne? Nährstoffspeicher, okay, okay. Landmarken. Ja, okay. Krimskrams, das ist wieder Sammeln. Okay, da kann ich da oben filtern. Ja, es hilft nichts. Wir brauchen noch echt ein bisschen Niedertrachtpunkte. Okay. Ah ja. Das sind hier die heftigen Jäger. Da gibt es dann auch unten immer eine schöne Belohnung. Tja. 1,3 Meter. Bin ich jetzt. Also ich sag mal 1,3 Meter, Leute. In der Badewanne wird das auch schon kritisch mit mir dann. Oh, Organ. Achso, okay. Das war ja das. Genau. Finde die Grotte. Du musst dich in einer Grotte befinden, um Evolutionsgegenstände auszurüsten oder zu verbessern. Achso, okay. Du kannst deine Grotte auf der Karte finden. Ah, es gibt hier also doch eine Karte. Okay. Organ, also ich habe nur dieses so nah im Augenblick. Und Körper, wie gesagt, Leute, da müssen wir noch ein bisschen, oder kann ich das jetzt schon? Ach, ich könnte es wahrscheinlich schon, muss aber in der Grotte sein. Jo. Karte. Ach, seht ihr, Leute, das ist die Karte. Kann ich hier reinzoomen, rauszoomen? Also da seht ihr es, es sind noch einige Gebiete hier. Im Augenblick sind wir, okay.
Das bin ich wohl hier. Ah. Was ist das? Ach, hier sind sogar die Schilder angezeigt. Das ist natürlich ganz geil. Wahrscheinlich, wenn ich da mal in der Nähe war. Verfolgen. Also sinnig wäre es wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich erstmal... Was ist das? So eine Marke. Hier ist eine Aufgabe. Ha. Vielleicht sollte ich diesen kleinen Fisch erstmal mir schnappen. Und dann nochmal hier verstärkt diese Lager plündern. Okay, Leute, verfolgen. Wir werden uns mal hier diesen alten Fisch schnappen. Das machen wir erstmal, Leute. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Natürlich unterwegs. Ah, was ist das hier? Achso, ich dachte schon, da wäre hier so ein alter... Ah, verkehrte Taste. Was ist jetzt los? Jetzt kann er nicht mehr fressen. Er ist verwirrt. Ah ja, okay. Muss natürlich die richtige Taste drücken, sonst wird das nichts mit dir, ne? So. Komm her. Ah, ich habe Hunger, wie ihr seht. Level 1, okay. Das bringt alles Punkte. Also man muss hier echt schon so ein bisschen Zeit investieren. Mit dem Schwimmen, mit dem Naschen von kleinen Fischen. Aber wenn ich die, sobald ich die Alligatoren bezwingen kann, dann werde ich da erstmal aufräumen, Leute. Dann werden die erstmal richtig was auf die Nase kriegen von mir. Die haben mich ja die ganze Zeit unterdrückt. Sozusagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er für ein Typ ist. Was er für ein Typ ist. Das ist noch eine Schildkröte. Wegmaschen. So, müssen wir jetzt lang. 130 Meter. Kommen wir hier durch? Oder haben wir uns schon wieder... Haben wir uns verschwommen? Nee. Oh, da waren... oh ja, Leute. Hier ist ja einiges. Das ist ja nice, Leute. So, Gefahrenblick. Was willst du denn, sag mal? Was willst du denn? Komm her. Er will mich anmachen, ganz ehrlich. Was soll das denn? Muskellunge. Ja, hier ist ja einiges. Das gefällt mir. Das gefällt mir hier. Hier kann ich ein bisschen... Ach, da ist er. Da ist er. So, mein Freund. Wo ist er? Deine Kumpel, die können dir auch nicht helfen. Die werde ich auch noch verspeisen. Tja. Der Muskellunge oder Muski ist ein Süßwasserfisch, der häufig in der Region der großen Seen vorkommt. Daher habe ich keine Ahnung, was er hier will. Sauber, Leute. Jungtier 3. Auf dem Weg zu 4. Das war mal nice. Da habe ich erstmal ein bisschen aufgeräumt. So sieht das nämlich aus, wenn man so ein bisschen vom Level, sage ich mal, höher ist als die anderen. Oh, was ist das? Was haben wir hier? Okay. Ich will es ja nicht beschwören, aber ich würde sagen, das war scheiße. Ich glaube, er hat eben Scheiße gefressen. Aber gut, Leute.
sehen wir mal drüber weg. So, Karte öffnen. Unser Plan, was ist das? See you later, Alligator. Okay, zerstöre das Ziel. Ja, das sind dann schon... Okay, das sind kleinere. Ja, der Alligator. Ja. Hm. Verfolgen. Grotte. Jetzt holen wir uns erstmal die Landmarke. Die ist ja nicht weit weg. Also hier gibt es wirklich einiges zu tun. Klar, am Anfang ist natürlich der Fokus aufs Leveln, Verbessern und Finden von Sachen. Ich habe einen dieser Drehstöpsel in meiner Wanne zu Hause. Diese Dinger sind wirklich Magnete für Haare und Dreck. Tja. Aber das Spiel ist echt gut gemacht. Finde ich jedenfalls aus meiner Warte, bringt Bock. Und so ist es ja auch. Ich meine, wenn man anfängt mit dem Ding, ich meine, was will man, ne? Was erwartet man? Man kann nicht gleich... Da die Schildkröte die alte Kunst der Ninjas nicht beherrscht, ist ihre Verteidigung gegen einen überlegenen Gegner unzureichend. Der Typ, ey. Deswegen, ich meine, ich habe gegoogelt, vorher mal geguckt, da haben sie geschrieben, das Spiel 15 Stunden Spielzeit und nochmal 5 Stunden, wenn man extra, also 5 Stunden obendrauf, wenn man dann auch so ein bisschen alles, sag ich mal, erledigen möchte und so weiter und so fort, ne? Weil das ist in Ordnung, Leute, also, ne? Und man muss ja auch ein bisschen sich mit dem Tier beschäftigen, ein bisschen leveln und so weiter. Bock bringt es auf jeden Fall. So, wir holen uns mal das nächste, der Alligator, naja. Ich glaube, wir fangen erstmal hier mit dem kleinen Fisch an. Mit den kleinen Fischen schwimmen hier geradeaus. Und dann müssten wir auch mal wieder, oder was heißt mal wieder, dann werden wir mal auch in die Grotte. Oh, da liegt wieder irgendwas, was man fressen oder angreifen kann. Was ist das? Alter, der will mich angreifen hier, der Typ. Dem geht's so nicht gut. Was ist das hier? Ach, das soll ich auch zerstören, ne? Das gibt ja auch irgendwie Punkte. Geil. Habe ich jetzt zwar nicht gesehen, dass ich da mega Punkte gekriegt habe, aber ja, gut. Aber es leuchtet ja, also eigentlich müsste das irgendwas, vielleicht ist es auch eine Aufgabe, wer weiß es, den Typen hier ihre Sachen zu zerstören. Aber ich kann euch so sagen, wenn ich das hier alles kaputt mache, das wird bestimmt früher oder später auch Ärger geben. Weil da werden sie dann irgendein Haijäger wieder auf mich hetzen, oder was? Und dann, oh. Leute. Ah, ist natürlich... Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Das ist ja krass. Also hier sind noch mehr dieser Behältnisse, Notration, als man denkt. Aber man sollte echt ab und zu seinen Sonar wirklich benutzen. Das ist ja nice. Und das gab einen richtigen Push bei diesen Nährstoffen. Das gab richtigen Push, Leute. Kommst du her? Ja.
Komm her. Sauber. Da war noch so ein Schild. Das können wir uns ja mal schnappen. Ah, da muss man wirklich springen. Sonst, mal gucken, ob wir da irgendwie... Ob wir da irgendwie rankommen. Grotte besuchen, sagt er auch. Ja, ja, wir können es jetzt verbessern. So, da ist das Schild. Mal gucken. Ja, ich bin noch ein bisschen unfähig hier, sage ich mal sozusagen. Oh, oh, ein Alligator, Leute. Ob wir das mal testen sollten? Ich meine, wir haben uns noch nicht groß verbessert. Keine Ahnung. Ah, der ist zu heftig, Leute. Ab geht's. Ein Schlag und meine Energie ist gleich weg, wisst ihr? Nee. Das hat noch keinen Zweck, Leute. Tut mir leid. Bin ja nun kein Schisser. Was ist das? Erforderlich? Was ist das? Teenager. Erforderlich Teenager. Okay. Junge! Geh weg. Verpiesel dich. Jetzt bin ich natürlich gleich wieder von meiner Route abgewichen. Und das ist doch scheiße. Also, jetzt wollen wir mal ein bisschen die Route hier auch verfolgen. Was ist das da oben? Es gibt so viel zu entdecken, Leute. Erforderlich Teenager, ja. Oh. Alligator, nein. Also wenn ich oben über Wasser bin, kann ich sehr viel schneller schwimmen und reisen. Also das ist... Das ist in Ordnung. Es ist zu empfehlen, oberhalb zu schwimmen. Also zu schneiden sozusagen. Und dann ab und zu einfach mal... Wow, wieder ein Alligator. Einfach mal seinen Sonar zu benutzen. Um dann zu sehen, falls sich irgendwo da unterhalb so eine alte Box befindet. So, wo muss ich denn hin? Da hinten muss ich hin, okay. Kann ich da irgendwie rumschwimmen oder was? Ich denke mal, es wird vielleicht auch später nochmal eine Schnellreise oder so geben. So. Da bin ich ja mal gespannt. Wieder ein Alligator. Ja, guck mal, der will mich gleich wieder fisten. Ganz ehrlich, Leute. Da ist das Ziel. Wir müssen erstmal den Alligator abhängen. Haben wir ihn abgehängt? Ja. Da ist auch noch was. So ein Sammelobjekt. Sammelobjekt. Ein örtlicher Kritiker schrieb einmal, dass Amos Beauregard der Rodin des Bayou sei. Doch Beauregard war Analphabet und hatte keine Ahnung, wer Rodin war. Alter, die Sprüche immer sehr geil. Oh, das ist wieder eine Box, Leute. Nehmen wir mit. Boah, richtiger. Durch die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil. Richtig geiler Boost, Leute. Was ist hier für ein Geräusch? Wer greift mich hier schon wieder an? Ah, der dämliche Alligator, okay. So, wir wollen mal zu unserem Ziel. Kommen wir hier rüber? Ich glaube, hier war das.
Da ist das Ziel. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. 5. Jo. Kann man schaffen. Ganz leicht ist der auch nicht zu kriegen. Jawohl. Oh. Da. Ah, das ist doch keine Scheiße. Das sind wahrscheinlich Fleischfetzen, die von dem Ding dann noch überbleiben. Okay. Na, wir gucken mal, wo das nächste ist. Hier haben wir eine Kiste noch. Die haben wir wahrscheinlich jetzt übersehen, ja. Entdeckt haben wir sie. Aber sind glatt noch dran vorbeigeschwommen. Der Alligator. Mal sehen, ob wir hier rüber können. Wir springen hier einfach rüber, Leute. Scheißegal. Niemand weiß, was sich wohl im Magen eines Hais befindet. Er ist eben der Mülleimer der Meere. Ja. Der Mülleimer der Meere, Leute. So. Spieler. Wir haben auch noch so ein Schild. Okay, das müssen wir später. Was ist das hier? Gitter Teenager. Okay. Also es ist hier einiges wirklich zu machen. Noch nicht entdeckt. Weiß ich, was das ist, Leute. Noch nicht entdeckt. Das holen wir uns erstmal. Ach, hier ist... Ne, die hatte ich schon. Okay. Immer wieder rüber hier. Ach, das ist auch eine Kiste. Das ist auch eine Kiste, Leute. Der alte Hai da oben. Ja, 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 ja. Hai, sag ich schon, der alte Alligator. Der macht mir das Leben auch nicht leichter. Wo ist denn das jetzt da? Ist auch noch was. Jemand hätte wohl einen Kurs für Waffensicherheit besuchen sollen. Ja, das hätte der jemand wohl. So, da ist die Kiste. Kommen wir da hin? Einfach mal locker hingeschwommen. Sind Plünderer, die wahllos alles konsumieren, was auch nur annähernd essbar erscheint. Jawohl, Leute. So sieht's aus. Level 5. Grotte besuchen. Ja, ich muss den erstmal richtig hochleveln hier. Den alten Hai. Jetzt haben wir ja schon ziemlich viel. Ah. See you later, Alligator. Ja, Zerstörer, das ist noch zu heftig, denke ich mal. Lass uns mal hier das Schild. Bekomme ich das denn? Kann ich das mir schon holen? Wir können mal versuchen, das Schild zu holen, Leute. Wir versuchen einfach mal das Schild zu holen. Und dann werden wir sehen. Eieiei, okay. Ich glaube, ich kann jetzt schon so ein bisschen besser springen. Ah, doll ist noch nicht.
kann ich das irgendwie kombinieren, dass ich höher springen kann? Ah. Wir schauen mal. Da ist ein Alligator, der hält da schön Wache. Ah. Wir schauen mal, ob wir daran kommen. Eigentlich muss das ja machbar sein, sonst hätten sie das Ding ja hier nicht positioniert. Ja, genau, genau, Junge. Schön hinterrücks kommt da angeschissen, der Sack. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, ich bin schon Stufe 5, aber ich bin jetzt ja nicht aufgelevelt. Wir könnten ja mal schauen, ob wir den nicht doch schon mal so ein bisschen, was? Ah, er. Fliehen, fliehen. Junge. Scheiße, das kommt davon. Ah, er ist noch überhaupt nicht in der Lage, sich mit dem alten Ding da anzulegen. Scheiß auf das Schild. Boah, Leute, ich muss erstmal zur Grotte. Ich werde mich erstmal pimpen. In der Grotte pimpen und dann komme ich hier wieder. Und dann gibt es hier mal richtig Saures. Da gibt es hier mal richtig Saures, Junge. Dieser Hai, ey. Oh. Muskellunge 1. Ja. Den wird er wohl schaffen. Wo ist er? Er haut ihm ab. So. Boah, Leute, das ist mit den Alligatoren, das ist ja richtig aufregend hier, die Geschichte. Okay. Was ist das? Nichts. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal Schluss. Dann bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der Grotte, da schwimme ich jetzt erstmal hin. Und dann wird ein bisschen getuned. Oder, ja, verbessert. Wir schauen. Leute, bis dahin, haut rein.